Okay. Siebzehnter Zwölfter. Und wir werden schon wieder beobachtet. So ein dreckiger Banner. Aber gut. Neuer Tag, neues Glück oder so. Wir hören Schritte hinter uns. Wir werden verfolgt. Bitte lass mein Auto wieder funktionieren. So, ich habe diesmal einfach vergessen, dass ich meine Sachen schon reingelegt habe. Mein Chef ist einfach schon weg. Meine Vermutungen haben also gestimmt. Ich bin froh, dass sie mich kontaktiert haben. Es wird nichts bringen, die Polizei zu rufen. Die kümmern sich um nichts. Um sich Arbeit zu sparen. Darum gibt es Leute wie mich. Ich werde mal mich umsehen, ob ich was finden kann. Jo, denke. Salted Caramel Mocha ist ja einfach köstlich. Du willst ihn lieben, Senpai. Okay, dann probiere ich einen Salted Caramel Mocha. Ich nehme den dunklen Mocha Chip Chilapacino. Sumi, du möchtest kein Salted Caramel? Ja, heute möchte ich mal was anderes probieren. Ich hatte heute schon einen. So ist das also. Aber ein Chilapacino an einem Tag wie diesem? Du bist noch so jung. Was? Weil er so lecker ist. Wie möchten Sie die Rechnung bezahlen? Oh, gibt's hier heute ein Fotoshooting oder was? Schreibt eine Zeitung was über das Café? Nein, glaube nicht. Warum? Was? Aber da, ich habe da draußen jemand gesehen, der ein Foto macht. Huh, er hat Fotos vom Café gemacht? Hm, ja, vom Café und von Ihnen. Mist. Hätte ich mein Make-up machen sollen. Wovon redest du da? Entschuldigen Sie, wir zahlen zusammen. Die Getränke gehen auf mich. Was? Bist du sicher? Auf vielen lieben Dank, Senpai. Ich bin in letzter Zeit gut drauf. Mein Sohn war früher ein verschlossener Mensch. Jetzt, wo er zur Schule geht, hat er seine Laune gebessert. Dein Sohn geht in die Mittelschule, oder? Ja, ich hoffe nur, dass er nicht schikaniert wird. Ich habe eine gute Erinnerung an die Zeit, als ich in seinem Alter war. Es hat wirklich ein paar Hänger, ne? Nur hier im Café. Wieso auch immer. Ja doch, ich kann schon, aber... Ei müsste aber schaffen. Bin ich auf Medium runter. Ach ja, So. Ein Salted Caramel Mocha, aber das war dieses übertriebene Ding, ja. Thank you.
Bitte sehr. Ein Chocolate Chip. Das war... Ja, Kaffee, Milch, Schokoladensauce und Kakaopulver. Kaffee. Die Milch brauchen wir auch. So, das Eis. Die Milch, ich glaube Schokoladensauce und Schokoladenkakaopulver, ne? So. Bitte sehr, die Damen. Verlieren Sie nur Ihre Nasen nicht. Haben Sie schon verloren, ne? Ach ja. Aha, die Dame mit ihrem Baby. Die nicht so nett zu mir war. Ach so, ja. Geht er doch nicht mit mir. Dauernd jemanden schnaufen. Kaffee, aufgeschäumte Milch, Karamellsirup, Haselnuss-Sirup, Schokoladensauce. War ja das, ne? Ja. Heute wollen sie alle den übertriebenen. Tschüss. Blaulicht oder was ist das? Ach ja. Heute ist eine viel zu entspannte Musik. Das war die Frau, die da dauernd geschnauft hat, oder was? Jetzt, wo die weg ist, hat es nämlich aufgehört. Ja. Machen Sie beide Türen auf und lassen es auf. Das ist seltsam, Ma'am. Oh, entschuldigen Sie. Ich nehme das Übliche. Wieder so ein... Los mit diesem haltet Karamell-Ding. Ich muss zugeben, es klingt auch geil. Ne? Einmal das. Karamell Macchiato. Also wenn ich mich nicht irre, Karamellsoße und Sirup. Karamellsirup und Soße, genau.
Und noch das Ding. So, bitte sehr. Hey, reparieren Sie momentan die Antenne des LANs? Antenne? Nein, Ma'am. Warum? Da war jemand auf dem Dach. Was? Es sollte sich niemand auf dem Dach befinden. Das könnte der Detektiv sein. Vielleicht sollte ich mir das mal ansehen. War vielleicht nur eine Einbildung. Wie dem auch sei, mein Getränk bitte. Ja, haben sie ja. Diese Leiter. Ich weiß ja nicht mal, wo diese Leiter ist. Hier irgendwo. Ah. Gott sei Dank, war hier irgendwo eine Leiter. Wie ist er denn aufs Dach gekommen, wenn die Leiter nicht mehr da ist? Hä? Hallo Limwurps, wie geht's dir? Jo, wir klettern mal hoch. Gucken wir mal. Nein. Aber Champ muss ich. Gut, und hier? Jo, jo, auch ganz gut. Mach nur nicht mehr allzu lange. Aha. Wir haben das Versteck des Spanners gefunden, wie es scheint. Er hat einfach im Café gewohnt. Sehr gute Idee. Ich muss das Café schießen, schnell. Ich irgendwas von ihm mitnehmen? Nö. Jetzt mit dem Barcode-Scanner, was? Ach ja, klar, okay. Mhm. Stimmt, wenn ich solche Angst habe. Ich auch nicht, bin kurz wach, Blase war voll. Ja, okay. So, was mache ich jetzt mit dem Barcode-Scanner? Noch nichts mehr. Oh. Okay. Interessant. Junge, wir haben geschlossen.
Beschlossen. Was mache ich jetzt mit dem Schlüssel? Ganz blicke ich gerade dich durch. Der Detective ist tot. Ich lass mal den Ziegel fallen. Sehr schön animiert. Ich habe einen Mann getötet. Als ich den Ziegelstein aufnahm, sah der Mann mich direkt an. Ich dachte, er würde irgendwie reinkommen und mich töten. Wenn ich den Ziegelstein nicht fallen lasse, er sah furchterregend aus. Kannte ihn nicht einmal. Warum hat er? Ich hatte keine Wahl. Ich wollte ihn nicht töten. Ich hatte Angst. Ich bin zur Polizei gerannt. Ich habe der Polizei alles erzählt, was ich wusste. Dann haben sie mich mitgenommen, wo es geschehen ist, und der Mann war verschwunden. Es war niemand mehr da. Die Polizei begleitet mich nach Hause und sagte mir, ich soll den Rest ihnen überlassen. Danach sind sie den Tatort untersuchen gegangen. Es ist vorbei. Nach dem, was alles passiert ist, bin ich erschöpft. Jetzt will ich mich in Ruhe zu Hause erholen. Okay. Was zur Hölle? Ich wäre schon am Durchdrehen, ne? Wenn der Fernseher das dauernd machen würde. Mit dem Kabel stimmt wieder was nicht. Ich sollte den Besitzer anrufen. Wo ist mein Handy? Ah ja, so klar. Wieso liegt mein Handy da unten? Es passiert doch noch was. Wenn man denkt, man hätte alles geschafft. Ah, ich habe aber noch meinen Schraubenschlüssel. Trau der Sache irgendwie nicht. Irgendwie bezweifle ich. Wohnen wir? Ich bin noch nie nach Hause gegangen.
Ich habe ja jetzt mein Handy eigentlich jetzt so. Geht noch ein Stockwerk hoch, okay. Okay, gut. Ich war auf falschem Stockwerk. Passiert, man vergisst auch manchmal, wo man wohnt. Ja, okay. Der Typ hat es geschafft, zu überleben und in unser Haus zu kommen. Gott, ey. Schade, dass Julia das nicht gesehen hätte. Ich glaube, der Teil hätte ihm auch gefallen. Naja. Kann er sich die Wiederholung auf YouTube anschauen, der Gute. Aber es war auch wieder gut, aber Convenience Store, finde ich, ist noch immer besser. Und Aka Manto. Den ich noch immer spielen muss. Aber ja. Hier waren aber auch schon viel mehr Supporter dabei, ne? Wie bei Convenience Store. Convenience Store waren 2 Stunden die Leute durch. Okay. Also ich finde es auch immer nice, dass sie, dass viele Supporter immer erwähnt werden, ne? So. Dann beenden wir jetzt aber den Stream. Auch wenn ich schon zwischendurch es ja einmal wollte tun. Weil wir dauernd den Fehler hatten. Hallo, Spiel. Wir kommen nicht mehr ins Hauptmenü, oder was? Ist das jetzt unser nächster Fehler? Ah. Da, verlassen. Also ja, von Chiller Arts habe ich jetzt eine Menge Spiele noch. Wir haben Convision Store durch, The Closing Shift jetzt auch. Ja, Akamonto haben wir gestern ja auch noch angefangen, aber leider nicht geschafft. Mal gucken, wie wir da weitermachen. Missing Childwing, Night Delivery. Also es sind noch... Genug, sagen wir so, genug. Ich würde aber dann sofort auch in den Endscreen wechseln. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht. Schlaft gut und ja, wir hören uns morgen oder die Tage, ne? Tschüss.